nimmst von der Arbeit weg. Ich habe in St. Pölten, im Markersdorf, das ist in der Nähe von St. Pölten, habe ich am Flugplatz gearbeitet, in Markersdorf. War ein Flugplatz und dort habe ich gearbeitet. Und eines schönen Tages sind sie gekommen, Nachmittag, Sommer drei, Nachmittag sind sie gekommen und wir waren zu dritt. 30 einer waren wir in Markersdorf, die, was wir dort gearbeitet haben. Die anderen haben gearbeitet auf einer, also bei einer Abwässerungsleitung haben die anderen zwei gearbeitet. Und eines schönen Tages sind sie gekommen und haben sie uns dort zusammengefangen und alles zusammenpacken, wir müssen alles zusammenpacken und alles stehen lassen, das andere, und haben sie noch Lackenpack. Kannst du mal schildern, wie es in Lackenpack war für die? In Lackenpack, es war also, solange das einer arbeiten hat können und sagen, war es halb so schlimm. Aber für die Kinder und für die alten Leute war es halt nicht so besonders gut. Aber die, was da in Außenkommando gehen haben können und haben gearbeitet und sagen, für die ist ja noch irgendwie gegangen. Und sonst war es ja nicht schlecht gewesen. Aber die Kapos waren dort schlecht. Die Kapos waren dort sehr schlecht. Es hat welche gegeben, die haben eine Freude gehabt, weil sie einander geschlagen haben. Was dort der Kapo war. Aber groß im Ganzen, die, was gearbeitet haben. Also es war nicht besonders gut, weil warum? Es hat eh lauter so Essen gegeben, wo es nichts, fast nichts war. Aber. Was war das für Essen? Naja, meistens Erdäpfel, dann Kraut und solche Sachen halt. Mhm. Wann bist du noch Lackenpack drauf, wann was für ein Jahr? In 41er Jahren. Also ich habe gearbeitet im Straßenkommando 2. Habe ich gearbeitet, weil dort waren ja mehrere, sag mal, Kommandos. Nicht? Ich habe im Straßenkommando 2 gearbeitet. Wir sind in der Früh um 6 Uhr ausgemarschiert, dort auf der Straßenbau und haben halt gearbeitet bis 12 Uhr. Um 12 Uhr haben wir dann zum Essen gekriegt, die Brennnesselsuppen. Und dann kam das Geist los, das hat vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Dann ist halt weitergearbeitet worden. Die Aufsicht waren, wie man sagt, auch viel Roma. Dort waren ein paar so die Kapos, die was uns bewacht haben. Mhm. Und es waren auch, also es, die waren, wie man sagt, Quarter SS. Das waren so ältere Herrscher, die was halt auf uns mit die Waffen aufpasst haben. Die Kapos haben ja keine Waffen gehabt, die haben die ja mit dem Knüppel oder mit dem Tender geschlagen. Auch mit dem Schaufelspiel.